Seit Tagen beschäftige ich mich mit diesem Thema. Mimi auf den Videodays. Was genau geschah da? Ist es wirklich wahr, was Mimi erzählt hat? Dafür habe ich für euch ein wenig recherchiert und falls ihr wissen wollt, beziehungsweise den hundertprozentigen Beweis wollt, dann schaut euch das Video bis zum Ende an. Es wird sich lohnen, denn dank dem YouTuber Nock oder Nook oder wie der heißt, mit seinem Video-Day-Vlog mit Tanzverbot. Da haben wir ein paar Szenen, die sind sehr ausschlaggebend und ein bisschen besser als Videoaufnahmen, die Mimi als Beweis geliefert hat. Also es ist mit identisch mit den Aufnahmen von irgendjemand anderem oder demselben vielleicht, aber ich finde, man erkennt es darauf, finde ich, viel besser. Wir werfen mal einen Blick auf das. Ah, hier ist er. Sie müssen Tanzverbot auf der Liste haben. Ich will nicht böse. Hä? Ich will nicht böse. Alles gut, Digga. Abo. Gras und das. So, hier haben wir nun unser erstes Bild. Diesmal befassen wir uns nicht damit, dass Simon Destiu Tanzverbot dazu aufgefordert hat, zu ihm zu laufen, sondern mit dem Mimi-Thema allgemein. Wir sehen hier, wie Tanzverbot zu Simon Desio rüberläuft und wir sehen eindeutig, es ist Simon Desio, der da steht. Und dann sehen wir im Hintergrund zu 100% Mimi, das sehen wir auch später an seiner Cap. Und dann sehen wir da eine mysteriöse Person. Ich dachte zu Beginn des Fotos, es ist vielleicht Leon, aber wir werden ja sehen und uns eines Besseren belehren, wer denn der derjenige ist, der gerade da Mimi bedrängt. Und wer ist übrigens der Typ, der neben Simon Desio steht? Alles so viele Fragen. Tanzverbot geht rein. Tanzverbot kommt rein. Hey, wo ist ihr? Hey, Jungs, kann ich zurück? Zurück! Ihr wurdet gerade Zeuge dessen, dass Mimi wieder, sagen wir mal, nicht mehr in Bedrängnis war, aber trotzdem, sagen wir mal, noch zu etwas gezwungen war. Also er wurde von der mysteriösen Person, ich nenne ihn einfach mal dem Fragezeichen, eben bedrängt worden. Und jetzt, wie man sieht, kann er noch frei laufen, was wohl gerade eben nicht, also vorhin zumindest nicht ging. Und wir sehen noch Tanzverbot ist in einer Konversation verwickelt mit Simon Desio, der irgendwie entweder mit seinen Nägeln spielt oder auf sein Handy schaut. Und wir erkennen diesmal eindeutig, es ist nicht Leon, aber wir haben jetzt nun zumindest die Vergewisserung, dass das definitiv die Stelle sein muss, als die ist der Skillkarte, also die Aufnahmen, die Mimi hat, dass die SD-Karte davon vor seinen Augen zerstört wurde. Man sieht es leider nicht in dem Video, aber es kann sehr gut sein, dass es daran passiert ist. Das ist vielleicht noch kein hundertprozentiger Beweis, aber auf jeden Fall haben wir die Vergewisserung, dass wir hier eindeutig ein Gespräch sehen zwischen der Gang, beziehungsweise sagen wir mal Simon Desio, dem mysteriösen Fragezeichen, und sonst noch welchen Leuten, aber komischerweise sehe ich keinen Leon Mascher. Wo ist Leon Mascher? Er kam erst später, aber er kam. Hinterher zumindest. Wo ist er nun? Eine gute Frage, die wir uns irgendwie beantworten müssen. Schlag zu! Wir erkennen immer noch Simon Desio und Mimi. Simon Desio, der sich etwas rechtsmittig hinter einem Handy versteckt hält bei der Aufnahme und Mimi, der leider bei dem Herrn mit dem blauen Anzug verschwindet. Aber man erkennt ihn trotzdem noch genug und wir sehen aber noch eindeutig die Person, die eben Mimi in gewissermaßen bedrängt hat. Und nun stellt sich mir immer noch die Frage, wer ist das und wo ist Leon Mascher überhaupt? Und erst recht, wer ist der komische Typ da hinten? Hinter dir!
Und hier, meine Damen und Herren, sehen wir das letzte relevante Bild. Wir erkennen nur noch ganz leicht Mimi und das mysteriöse Fragezeichen, wie sie beide davonlaufen. Es scheint so, als würde das Fragezeichen versuchen, Mimi noch einzudämmen, sodass er wirklich mitgeht. Ist das ein Beweis dafür, dass es wirklich stimmt, dass es zu einem Gespräch gekommen ist, sodass auch Mimi noch in den VIP-Bereich gekommen ist? Ich glaube schon. Aber wir wollen noch keinem Glauben schenken. Wo zum Teufel ist nun Leon Machia? Irgendwo in der Masse ist auch Simon Desio versteckt. Und auch irgendwo noch sein Beisteher, der neben ihm stand, der vorhin die Menge aufhielt. Aber ich finde, Simon Desio und dieser, sage ich mal, einfach Beisteher waren zwei Personen, die jetzt für das Thema, finde ich, keine große Rolle gespielt haben. Ich frage mich nur immer noch, wo ist Leon Machia? Wer ist das Fragezeichen? Und warum zum Teufel gibt es keine Antwort von Leon Machia, Simon Desue oder ApoRed, der ja auch dabei war anscheinend, von dem aber hier zu Beginn bzw. in der Mitte des ganzen Geschehens leider nichts kam. Vielleicht hätte uns das etwas mehr geliefert, aber gut. Wir sehen weiter. Und wenn ihr mir sagen könntet, wo jetzt nun dieser komische Fragezeichen wohl herkommt, ist er von YouTube oder ist er von einer anderen Relevanz des Internets, sagen wir Instagram, Twitter, oder kennt man ihn doch aus YouTube? Ich frage mich irgendwie noch ein wenig, ob es Matthew war, aber ich bin mir nicht so sicher, weswegen ich keine Behauptung feststelle. Denn es wurde nichts erwähnt von einem anderen, der so beschrieben wurde. Oder etwa doch? Geht dem allem selbst auf den Grund und findet es heraus. Wir spielen weiter ab. Und wir folgen der Meute. Und ich quatsche jetzt einfach mal gar nichts mehr. Ihr seht ja selber, was passiert. Und wir wissen heute, dass du besser kannst. Komm zum Playboy! Komm zum Boot! Ab und dann raus schon! Ich persönlich bin auf Mimis Seite und glaube auch, dass das alles so geschehen ist, denn es gibt ja so manche, sagen wir mal, Fans von den besagten YouTubern. Ich nenne sie auch gerne YouTube-Verpester, aber da hat ja leider seine eigene Ansicht. Es reicht alleine schon, wenn man die Rechtschreibung und die Zielgruppe der Zuschauerschaft sieht, dass diese YouTuber nicht allzu viel Talent haben und eher RTL2 gleichen. Mimi hingegen mit seinen Animationen und ich finde persönlich nach seinen unterhaltenden Videos, ja, ich klinge gerade arschkriecherhaft, aber es ist einfach so, zählt auf jeden Fall jetzt nicht zu dem, was ich gerade beschrieben habe. Er ist, sagen wir mal, Partei A und der Rest Partei B, also einer gegen alle. Zu Partei A zählt, wie gesagt, Alex, aka Mimi, und zu Partei B wiederum diese mysteriöse Person, Simon Desio, der Beisteher, und sagen wir noch ApoRed und Leon Machia himself. Aber wir sahen im Video nur das Fragezeichen, den Beisteher und Simon Desio. Wo ist die andere Hälfte bzw. Viertel von der anderen Partei? Wo verstecken sie sich? Eine gute Frage, aber wir brauchen die nächste Frage. Ich habe sie gerade eben schon gestellt eigentlich, aber ich möchte sie nochmal in den Raum werfen. Warum kam bisher noch keine Antwort? Wir haben heute den 3. September, einen Samstag, es tut mir leid. Also sagen wir mal, ich schätze jetzt einfach mal grob, wann das mit Video Days von Mimi geleakt wurde. Es war jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen, 4, 5 Tagen, lasst mich nicht lügen.
Und ich finde, in der Zeit sollte schon zumindest ein Antwortvideo kommen, beziehungsweise eine Verteidigung von denen. Aber dass sie zurückhalten, beziehungsweise mit der Meinung zurückstecken, das ist mir fraglich. Es ist eigentlich immer mehr und immer mehr ein Beweis, dass alles der Wahrheit zugehört, was Mimi erzählt hat. Ich persönlich glaube an Mimis Leak und leider Gottes gibt es immer noch manche, die meinen, nein, so kann das nicht passiert sein. An die möchte ich lediglich sagen, erkundet, Google ist frei zu erkunden. Und nehmt euch manche Aufnahmen vor, schaut genau hin, analysiert jedes einzelne Wort und wer weiß, vielleicht werdet ihr irgendwann auf den Trichter kommen, dass das alles wahr sein muss. Ich bin gespannt, ob es noch zugegeben wird aus der Gegenpartei. Wir sehen uns dann wahrscheinlich vielleicht nie wieder. Vielleicht aber irgendwann. Wir wissen es nicht. Wir werden sehen.